Was geht? Herzlich willkommen. Ich habe gerade mein 60. Spiel gewonnen in Showdown gegen einen russischen Spieler, der auch in Division 1 war. Die Leute, die bei mir im Stream dabei waren, wir hatten kranke Spiele hier dabei, vor allem gegen die Leute, die in Division 1 sind, wie ich. Die haben wir meistens verloren. Guckt trotzdem rein. Wir haben gegen die Nummer 2 der Welt, der Xbox, gespielt. Das war ein super enges Match. Wir haben gegen Javi aus Spanien gespielt. Super enges Match. Letzte Minute hat es entschieden. Ja, ansonsten gute Zeit gehabt. Wenn ihr sehen wollt, wie ich spiele, wenn ich gut spiele, dann schaut da rein. Jetzt gehen wir erstmal ins Store-Game rein. Stealth Mode Base Pack nehme ich erstmal. Und dann öffnen wir das und dann öffnen wir das hier, nämlich die Showdown-Belohnung für 60 Siege. Da sind 5 Deluxe-Packs von dem Poetry of Motion Pack dabei und ein 90 plus Hidden Gem. 25.000 MT, die bekomme ich direkt. So, wir sind wieder fast bei 200.000. Und jetzt geht's rein in die Packs. Die Plaketten und die 5 Deluxe-Packs sehen wir hier. Wir fangen mal an. Boah, hier ist ganz schön viel. Wir fangen mal mit dem Stealth-Mode-Base-Pack an. Da ist wahrscheinlich eh gar nichts drin. Oder? Nein, ist nichts drin. Ein Darren Holmes Unsellable. Okay, nehmen wir mit. 350 für das Trikot. Super. Option Pack für die Plakette. Wir nehmen alles, was teuer ist, damit wir es entweder für uns haben oder verkaufen können. Ich sehe hier Challenger. Ich darf 5 auswählen. Oh, das ist krass. 5 Picks. Wow. Dann nehme ich noch. Boah, das ist eine gute Auswahl hier. Dann nehme ich noch Setshot und Passspieler. Und das gleiche haben wir jetzt noch mit Silber und Gold. Das ist eine geile Belohnung für 60 Siege. So, da haben wir schon mal 1 Safe Call, 2 Safe Call, 3 Safe Call, 4, 5 Safe Call. Let's go. 5 geile Plaketten in Silber. Und jetzt das gleiche bitte nochmal in Gold. Jawohl. 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 Und ja, komm, machen wir so. Starke Plaketten, richtig gute Auswahl. Jetzt öffnen wir den Quatsch hier. Boah, das sind immer 2, ne? Geil. Premium. Das heißt, aus allen Promos kann was drin sein. 87 plus auch dabei. Das könnte ein Amethyst geben. Hier erstmal die 84 plus. Ruffy Alston. Ist alles sellable, oder? Nee, ist unsellable. Egal. Kommt in die Collection. Gibt auch bald wieder 10.000 MTs für 300 Karten, die wir dann eingeloggt haben. Marcus Camby. Boah, das juckt halt gar nicht, ne? Das ist einfach nur für die Collection. Wie viele Karten habt ihr schon in der Collection? Bin ich mit fast 300 viel? Ich werde immer wieder gefragt, was ist das für eine Zahl, die da steht? Das weiß nicht jeder. Das, was da oben steht, diese 272 bei mir oben rechts, das ist die Anzahl der Karten, die ich in der Collection eingeloggt habe für die Sammlerstufe. Und jetzt 87 plus, ne? Billy Knight. Ach, gar nichts. Ah, wie geil ist das denn, ey? Da ist ein On. Da ist noch ein, also meine Alerts von Twitch laufen ja immer parallel im Programm mit. Da hat einfach einer gerade einen Follow da gelassen. Herzlichen Dank dafür. Bist im Video drin. Sehr nice. Folgt auf Twitch und da lasst ein Abo da, wenn ihr auf YouTube nur die Streams sehen wollt. Wir bekommen den nächsten Ruby Gems of the Game. Ray Allen. Oh, der ist gar nicht so schlecht gewesen. Alles unsellable allerdings. Und jetzt 90 plus Overall Hidden Gem. Da könnte was Geiles drin sein. Wenn es 90 plus ist. Das ist eine Amethyst-Karte, die ich noch nicht habe. Eine Amethyst-Karte, was könnte das sein? Die ich noch nicht habe. Trevor Ariza vielleicht. Western Conference, 92 Passgenauigkeit. Point Guard wahrscheinlich. Von den Suns. Don Buse. Ach du Scheiße, wer ist das denn? Guckt euch mal die Haare von dem Bild an und guckt euch mal die Haare von dem auf dem Spieler. Das ist krank, Alter. Das kannst du dir nicht ausdenken. Ja, okay, Don Buse geht in die Collection. Und jetzt ist, das ist eigentlich das Spannende für mich. Jetzt bekommen wir diese 5 Deluxe Packs Poetry of Motion oder Poetry in Motion. Es sind nur die Spieler. Ah, das ist schade.
Nur die Spieler. Das müssen wir dann quicksellen. Ah, okay. 4 Packs noch. Bitte ein Diamond. Irgendwie einen Diamond. Da waren nicht so viele geile Diamonds in der Collection drin. Es werden eh nur diese ganzen Smaragdkarten. Das ist so traurig, 2K. Warum gibt ihr nicht mal wenigstens einen Trevor Ariza oder sowas? Oder eine Diamond Card. Jetzt kriege ich noch einen Ruby. Oh, ich glaube, den habe ich noch nicht. Okay, 2 Packs noch. Ein Diamond wäre geil. Da ist halt Paolo Banchero in den Packs dabei. Es ist wieder eine Smaragdkarte. Es ist so traurig. Es ist so traurig, 2K. 60 Siege in dem verschwitztesten Modus, den ihr habt. Und das ist der Dank. Das ist so krass. Also die Belohnungen waren an sich gut, aber der Inhalt von den Packs, der war absolut Müll. Wenn ihr irgendwann mal soweit seid, schreibt mir hier unter die Kommentare oder in den Discord, Link ist in der Videobeschreibung, was ihr für Belohnung bekommen habt. Und dann würde mich noch interessieren, wer Interesse an VC hat, an FIFA Points, an Games, an was auch immer. Guckt in Instant Gaming nach, da habe ich einen Link in der Videobeschreibung. Ich bekomme 3% vom Kaufpreis, supportet den Kanal. Und jetzt lasse ich euch in Ruhe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bye, bye.